wie wird ein Neoprenmaskenband an der Maske montiert und natürlich auch ein paar nützliche Informationen zum Maskenband, zum Neoprenmaskenband an sich. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute zeige ich euch im Video, wie ihr ein Neoprenmaskenband an der Maske montiert und natürlich auch ein bisschen auf die Vorteile eingehend, was man hier bei so einem Maskenband beachten sollte. Es gibt es in verschiedenen Größen, das ist hier jetzt ein besonders großes, ein besonders langes. Da habt ihr dann am meisten Spielraum, also dieses Neopren, ich muss das dazu aufmachen, weil sonst klemmt es. Das Neopren ist halt hier sehr, sehr groß und damit hat es halt auch eine längere Stretchwirkung. Wenn wir jetzt ein etwas kleineres Neoprenmaskenband nehmen, die es durchaus auch gibt, die funktionieren auch gut, haben halt dann einfach durch das kürzere Material nicht ganz so eine große Dehnung und legen sich vielleicht auch nicht ganz so schön um den Kopf hinten, weil sie halt kleiner sind und damit einfach ein bisschen weniger Material haben. Aber das macht jetzt keinen großen Unterschied und mit diesem Maskenband könnt ihr problemlos tauchen, egal ob ihr jetzt ein kleines oder ein großes habt, das spielt keine Rolle. Die Funktion ist letztendlich die gleiche, nämlich deshalb, es kann halt nicht so leicht reißen. Also wir haben jetzt normalerweise hier diese Gummibänder mit dran und die reißen halt schon irgendwann mal ab, wenn man sie oft benutzt, wenn man sie im Salzwasser benutzt, wenn sie in der Sonne liegen, was sich ja letztendlich nicht immer vermeiden lässt. Und dann wird der Gummi natürlich irgendwann mal porös und wenn ihr ihn dann dran zieht, dann reißt er ab. Das ist halt bei einem Neoprenmaskenband nicht der Fall und trotzdem habt ihr aber eine gewisse Flexibilität, wenn ihr das Ganze anzieht, wenn ihr die Maske mal absetzen müsst, wieder aufsetzen müsst. Sie ist auf euch eingestellt und dann funktioniert das mit diesem Band sehr gut. Aber eigentlich geht es mir ja darum, wie ihr das montieren müsst und ich zeige euch das einmal ganz kurz. Als Beispiel haben wir jetzt hier eine Hellzirnmaske, aber das spielt keine Rolle. Letztendlich sind die alle sehr gleich hier auf der Seite aufgebaut. Als erstes müssen wir einfach hier dieses Band versuchen zu entfernen. Wie gesagt, da kommt es jetzt ein bisschen auf die Maske an. Bei dem ist es so, dass man hier nochmal mit raus kann. Manchmal sind die auch hier geschlossen, aber da tut ihr euch halt leicht. Ihr macht das Ganze auf und nehmt dann auch dieses Ding natürlich ab, damit wir hier maximalen Platz haben, um das Ganze rauszuziehen. Dann drücken wir hier auf der Seite, in dem Fall hier drauf, damit sich das hier öffnet. Aber das kennt ihr ja vom Verstellen und dann zieht ihr einfach so lange, bis es wieder rausgerutscht ist. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Also auch da nehmen wir diesen Haken hier ab und ziehen das Maskenband hier raus. So, jetzt haben wir nur noch die Maske übrig und bauen jetzt dieses Band ein. Beim GUI-Maskenband oder auch beim Hellzirn-Maskenband, das sind die, die hier ein sehr langes Neopren haben, da klettet der Klettverschluss nachher direkt auf dem Maskenband, also hier hinten wieder auf dem Material. Und dann gibt es bei den kürzeren, wo ich vorher erwähnt habe, wo das hier ein bisschen weniger ist, da wäre das zu weit weg, da klettet dann hier der Klettverschluss auch wieder auf dem Band. Also hier haben wir quasi beides verbaut. Einmal die hakelige Seite und einmal die stoffelige Seite und damit könnt ihr dann hier zusammenlegen, ist aber dann letztendlich auch wieder das Gleiche. Achtet beim Montieren einfach darauf, dass das Logo an der richtigen Stelle ist und dann fädeln wir das hier auch schon durch und zwar dann eben wieder drücken, damit sich das Ganze hier öffnet, dass ihr Platz habt und dann geht ihr von außen in das Ganze rein, also ihr nehmt die Außenseite, zieht das Ganze durch und dann glättet ihr das hinten in dem Fall fest oder wie gesagt unter Umständen auch hier vorne. Auf der anderen Seite das gleiche, also auch hier wieder drücken. Wir müssen ein bisschen schauen, wenn ihr hier Probleme habt, dass ihr das durchkriegt, dann müsst ihr möglichst weit aufmachen, schaut, dass ihr hier hinten schön wieder durchkommt. Das ist manchmal ein bisschen fummelig. Wenn es nicht gleich beim ersten Mal mag, dann vielleicht hier so ein bisschen drücken, dass wir hier, ja, dass wir dieses Material ein bisschen schon in die richtige Richtung biegen, wo wir nachher rein wollen, also dass wir hier so eine kleine Rundung hinkriegen. Dann drücken wir wieder drauf und versuchen wir es nochmal. Und dann schauen wir, dass es hier mal irgendwann schön durchrutscht. Genau. Und schon haben wir es auch auf dieser Seite geschafft. Also das kann schon mal helfen, dass man ein bisschen dran drückt und dann auch wieder hier in die Länge ziehen und hinten am Neopren befestigen. Jetzt haben wir das Maskenband montiert. Also ihr seht, das ist sehr einfach. Da kann man auch nicht viel
falsch machen. Ihr müsst immer wieder so rauskommen, dass ihr halt hier den Neopren erwischt, damit man das festklicken kann. Ja, dann aufsetzen, auf seine Länge einstellen. Dazu muss man natürlich schon die Maske immer wieder abnehmen. Es geht nicht so wie hier, dass man sie aufsetzt und dann festzieht, sondern da müsst ihr einfach ein paar Mal aufsetzen, ein bisschen kürzer, ein bisschen länger machen, bis ihr hier das richtige Maß für euch gefunden habt. Und wie gesagt, durch das, dass das Ganze sich ja doch deutlich dehnen lässt, kann man sie dann bequem aufsetzen, hat aber trotzdem ein stabiles System, das euch nicht abreißen kann. Was ihr machen könnt, wenn das bei euch hier so wie hier jetzt so lang ist, dass ihr hier ein sehr langes Stück braucht, dann könnte man hier vielleicht noch ein bisschen einen Fahrradschlauch drüber ziehen, wenn euch das stört, aber dann wirklich so einen ganz dünnen Rennrad-Fahrradschlauch, wenn euch das stört, dass das hier dann letztendlich so ein bisschen aufmacht hier. Wobei, wenn es angezogen ist, also wenn ihr Zug drauf habt, dann passiert da ja ohnehin nichts mehr. Ja, das hat man uns ganz früher mal so gesagt, dass man das machen kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist, weil wie gesagt, sobald ich das aufhabe oder auch wenn ich es aufsetze, fädel ich hier eigentlich nichts ein, dass hier irgendwas passieren könnte. Also ich würde es, glaube ich, einfach so lassen, wie es ist. Aber als kleiner Tipp, wenn ihr wollt, zieht ihr da einfach noch was drüber. Ja, das war es auch schon zur Montage des Neopren-Maskenbands. Funktioniert immer gleich, egal jetzt ob GUI, Helzien, Santi, Dierson, was es alles so Maskenbänder gibt, Neopren-Maskenbänder gibt. Nutzt sie, sie machen wirklich Sinn beim Tauchen, das macht das Ganze ein bisschen einfacher, praktischer und es kann eben auch nicht kaputt gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da, bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal, schaut andere Videos und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.